Nee, warte. Ich habe eine Idee. Okay, weil ich hole mal ganz kurz Saatgut. Ich hole kurz Saatgut. Wenn ich clever wäre, würde ich das Saatgut erst am nächsten Tag einpflanzen, weil dann bewässern die das nämlich schon einmal alles. Nehme ich mit. Ich will gucken, wie ich es mache. Wir kaufen erstmal Stuff. Und dann gucken wir, was es so alles jetzt gibt. Kürbis müsste es geben. Auch Kürbissuppe, da habe ich auch wieder Bock drauf im nächsten Herbst, ne? Da habe ich jetzt schon wieder Lust drauf. Den Toren an Seegurken ist so nahe gegangen. Ich habe keine. So, Sommer. Wer hat wann Geburtstag? Penny hat Geburtstag. Da muss ich mal gucken, was die will. Liste. Penny, Penny, Penny. Da. Melone habe ich nicht. Sandfisch habe ich nicht. Löwenlauch habe ich noch. Die will genau das, was es jetzt nicht gibt. Das ist echt böse. Einen schönen guten Tag. Saat im Angebot. Das will ich hoffen. Kürbissaat. 13 Tage. Maissaat, Pflanze im Himmel. Kann mehrmals geerntet werden. Auberginen kann mehrmals geerntet werden. Achte pro... Das heißt, das sind 2 Sprinkler. Na? Das sind 3 Sprinkler. Hm. Müsste hinhauen. Ganz lustig. In 7 Tagen, das geht ja relativ fix. Auberginen in 5 Tagen geht halt auch richtig und kann mehrmals geerntet werden. Das ist halt was Langzeitmäßiges. Muss ich selber gießen. Bin ich schon wieder über der Grenze quasi. Nehmen wir ordentlich was mit. Weizen. Feensaat. Sonnenblumensaat. Ja. Puh, das gibt kein Geld mehr, ne? Oh, Weintrauben auch noch. Amarantsaat. Oh, scheiße, im Herbst gibt es so viel. Okay, wir pflanzen das alles ein. Und dann muss ich ganz schnell mehr Kohle kriegen. Aber jetzt nicht angeln dann gleich oder so. Geh weg. Ich hab Stress. Da war ein Bisasam. Ich hab's da links am Rand war ein Bisasam. Es ist in den Busch. Da. In den hier ist es reingehopft. Ich hab's genau gesehen. Blub, hast du es gesehen? Da war eins. Ich hoffe, man konnte es sehen. War ganz kurz da. Ich habe nur den Po von Bisasam gesehen. Okay, warte. Jetzt die Sache. Ich mache die Symmetrie. Das kriegen wir hin. Also. Hier. 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 Na, dann muss man hier das so ändern. Machen wir nämlich das Tor. Nein, nicht den. Das Tor hier hin. Die Zäune dahin. Verdammt. Verdammt, du hast es gesehen und verdammt, du hast es nicht gesehen. Ich habe nur den Po gesehen. So, hier mal das hin. Njop, njop, njop. Ah, ich überlege gerade, ob ich... Ah, ich will aber keine Kohle eigentlich für das Gold jetzt ausgeben. So. Ne, da haben wir das schon mal. Hier machen wir einen Weg rein. Ne, jetzt machen wir nach unten. Genau. Dann können wir jetzt hier noch einen hinmachen. Ich glaube, ich werde das quasi so anordnen, als ob hier Sprinkler wären. Dass ich für die Zukunft dementsprechend bauen kann. Ne, also, ich plane schon mal so. Es ist halt eine Platzverschwendung, klar, aber... Der Stein ist natürlich auch noch im Weg hier. So, eigentlich sollte da halt kein Stein sein. Okay, perfekt. So, und hier packen wir jetzt die Aubergine im großen Stil rein, glaube ich. Mal hier so komplett Auberginen rein. Ich muss unbedingt was essen. Ich muss da mal so eine Schokotorte essen, wegen Energie. Ich muss auch alles gießen, aber das wird echt kritisch. Uiuiuiui, das wird kritisch. Nein, das war falsch. Nee, doch, das war richtig. Das war falsch. Okay, noch 10 Stück. Da habe ich ein bisschen mehr gekauft. Okay. Da habe ich nicht auf die Symmetrie geachtet. So. Was haben wir als nächstes? Wir haben noch das. Und das hier. Okay. Nicht komplett, aber okay. Feld vorbereiten, ey. Das ist halt immer so ein bisschen anstrengend. Es kostet halt auch so viel Energie, die Felder vor allem so vorzubereiten. Okay. Jetzt muss ich sie alle gießen. Hab's im Clip nachgeschaut. Das war echt eins. Ja, klar war es eins. Da habe ich mir nicht verguckt. Ach, so einen Blumen habe ich ja auch noch. Ich muss sowas von der Torte gleich essen, ne? Den fange ich gleich mal unten an zu gießen. Oh Gott, wird das anstrengend. Ich brauche unbedingt mehr von den Sprinklern. Viel mehr Sprinkler. Ich glaube, die Raben, die hier auch landen, um das Zeug manchmal zu fressen, das sind irgendwie Kramurax und so. Ah, habe ich ja nie gesehen. Bis jetzt ist es ja noch nicht passiert. So, denn der Ernstfall ist eingetreten. Ich brauche eine Schokotorte. Rein damit. Energie. Bam. Easy. Geil. Okay, weiter geht's. Das Problem ist, ich muss ja halt jetzt auch hier oben erstmal angießen. Die Sprinkler gehen ja erst ab morgen. Eieiei. Es ist schon 19 Uhr. Oh, das wird eine lange Nacht. Das erinnert mich damals immer an Harvest Moon Zeiten. Da habe ich auch teilweise so bis an die Grenze der Zeit musste ich da arbeiten, wenn so Jahreszeitenwechsel waren. Oh, das war so schlimm. da wieder alle. Ich will eigentlich auch von den verschiedenen Festen mir die Vogelscheuchen holen, weil fast jedem Fest gibt es eine andere Vogelscheuchenart. Ich will so die Vogelscheuchen auch sammeln, da habe ich irgendwie Lust drauf. Man braucht ja auch im In-Game noch ein paar Hobbys, ja. So. Dann gucken wir jetzt demnächst mal, was so ein Hühnerstall kostet. Da kamen ein paar Tausend, ne? Wenn ich morgen hier mit Dings fertig bin. Morgen hat die eine ja gleich Geburtstag, ne? Da gebe ich dir einen Lauch oder so? Oder so eine Blume? Habe ich noch eine? Ich hoffe es. Oh, kritisch. Es wird dunkel. Ich beeile mich. Hab viel zu viel gekauft. Und ich hätte noch mehr gekauft, hätte ich Geld gehabt. Wenn man einmal so einen Sprinkler hat, dann geht das in Zukunft auch. Aber bis du die Sprinkler hast, ne? Das zieht sich hin. Wenn du so ein paar Felder hast, dann kannst du halt auch alles anbauen und brauchst dich selber nicht mehr kümmern. Schenke doch ein Lauchzelot. Ha, ha, witzig. Ich bin bloß auf ein Lauchzelot. Wenn ich das in unsere Soling kriege, ne? In meiner Edition kann es ja vorkommen. Wenn ich einen Lauchzelot kriege, ne? Nee, das geht bloß durch Entwicklung, ne? Boah, ich hoffe, ich krieg keinen Borenta. Scheiße, ich will keinen Borenta haben. Ich will keinen... letzten Meter. Ja, geschafft. Alles ist gegossen, du kannst ins Bett fallen. Und ab dafür. Oh, das war heftig. Tag 1, übel. Und übelst viel gemacht, aber nichts bekommen. Oh, das ist so bitter. Das ist immer so bitter. Oh, es regnet. Du musst mich jetzt verarschen. Jetzt, wo die Sprinkler funktionieren. Jetzt, ja gut, da ist okay. Jetzt muss ich gucken, die eine hat Geburtstag. Hier nicht. Nein. Hier eventuell. Oh, sieht kritisch aus. Ich habe nichts mehr für die. Kann ich dir was anderes schenken? Narzisse mag sie, aber nur normal. Also das ist so neutral. Löwenzahn habe ich auch nicht mehr. Ich könnte ihr... Oh, das will ich eigentlich nicht. Das liebt sie, das wäre... Ja komm, ich schenke die Melone, weil ganz ehrlich... Ich muss 5 Melonen, goldene Melonen zusammenkriegen. Das heißt, ich müsste erst im nächsten Sommer, könnte ich es versuchen, das zu schaffen. Das heißt, Penny kriegt... ja, komm. Ich finde, Laufzelot sollte ein Pflicht-Encounter werden. Wehe. Ja gut, würde ich sagen, angeln für ein bisschen Money. Ich gebe kurz Penny das Geschenk. Die hat auch heute Geburtstag, ich gucke nochmal nach. Liegt übrigens hier, schade. Schade, schade. Oh, was macht ihr denn da? Hi. Alter, du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Das kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Es ist unser neues besondere Bestellungenbrett. Robin und ich haben es von Grund auf und aufgebaut, neu aufgebaut. Davis, du hast nur die Nägel gehalten. War das für Geräusche, dass ich gerade ein... Also... Davis, ignoriere sie. Hä? Wir haben kein Bild mehr von Davis. Doch, da. Jetzt lass mich erklären. Seit Livestreamhof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wirklich belebt. Infolgedessen haben mich einige der Ortsansässigen nach einer Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihre Geschäfte oder persönliche Projekte zu beschaffen. Okay. So kamen Robin und ich auf die Idee einer besonderen Bestellungsbrett, wo es für die Leute mehr Sinn macht, größere Aufträge auszuhängen. Oh, das ist neu, das gab es damals noch nicht. Avona, wenn du noch da bist, ist das Teil des neuen Updates gewesen? Weil das kenne ich noch nicht. Da wir vor Piers Laden. Ja, zum Beispiel habe ich vor, Hartholz für ein Bett anzufordern, das ich anfertigen möchte. Ich freue mich drauf zu helfen. Ich weiß nicht. Ich werde sehen. Nein, doch, können wir machen. Das dachte ich mir. Ich würde nichts anderes von dir erwarten, hier. Ja. Also, bist du dabei? Ja, bin dabei. Nun, ich bin sicher, dass du beschäftigt bist. Also werden wir dich nicht länger an der Arbeit halten. Zu schätzen. Na klar, mach's gut. Lass mich mal gucken. Okay, das ist neu. Wo ist Penny? Wo wohnt Penny überhaupt? Penny? Wo wohnt denn Penny bitte? Hey, wo wohnt Penny? Die ist immer hier drüben. Wohnt die da? Die hat doch ihr Geburtstag, ne? Ich gucke nochmal nach. Sicher ist sicher. Ne, jetzt ist ja umsonst sowas schenken. Brombeere. Na, Pennys Geburtstag ist heute. Besucht Schleimjäger. Nur denken wir 4 Frostgelees, nehme ich an. Gar kein Problem, kriege ich hin. Und da ist mal ein Auftrag. Andere Bestimmung. Jeder, der bis zum Ende der Season 100 Weintrauben an uns liefert, erhält eine beträchtliche Belohnung aus dem Pelikan Stadt Landwirtschaftsfonds. Saftige Käfer gesucht. Hallo, ich suche einen großen Haufen Käferdärme. Je saftiger, desto besser. Zumindest scheinen die Krebse das zu mögen. 6 Tage, 27 Tage. Gerade nicht. Was kriegt man da? Gute Sachen? Hier ist Penny doch immer. Jetzt ist sie nicht hier. Wo ist sie? Die kommt doch immer von hier drüben. Die kommt ja von ganz drüben. Die Musik passt zum Wetter. Komplett. Das hier? Hier wohnt Penny nicht. Nee. Hier definitiv nicht. Hier? Nee, die kommt von hier drüben, ne? Oh lol. Hä? Was tun die da? Cool. So, wann darf ich da rein? Hallo, Freunde? Cool gespielt. Sebastian und ich hatten nur gerade eine kleine Jam-Session. Wir wollen eine Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen sollen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Hm. Ach nö, ich suche das nicht aus. Was mir gefällt dir? Fröhliche Popmusik. Tanzmusik. Typische Country... Nein. Popmusik. Das ist genau der Stil, über den ich nachgedacht habe für die Band. Ja, war klar. Das ist eine Überraschung. Was ist das, Sebastian? Sollten wir das machen? Okay. Der ist so, okay. Danke für deine Hilfe mit meinem Gitarrentalent und Sebastians magischen Synthesizer-Begabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Okay. Jetzt müssen wir nur jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Nein. Definitiv nicht. Bin ich raus. Ich krieg einen Hass, wenn ich das sehe, ne? Ein bisschen. So, wo kommt die Penny her? Der muss ja hier wohnen. Hier ist die aber nicht. Tier kaufen. Des Hühnerstalles. Gut, jetzt Penny zu finden wird witzig. Wo ist die? Ist der... Oh, warte mal. Teleport-Totem. Berge. Bring dich direkt in die Berge. Den Nutzen verbraucht. Alles klar. Hä? Welche Berge? Also da hoch? Okay, das ist cool. Nehme ich an. Wo ist Penny bitte? Die läuft aber hier lang, oder nicht? Da ist ein Skelett drin. Ich dachte, die läuft immer hier lang und dann... Ja, nee. Du schläfst doch noch nicht, oder? Wo wohnt Penny? Und sage jetzt nicht in Los Angeles. Wo wohnt die, bitte? Ne, hier nicht. Ich sehe auch niemanden rumlaufen, ne? Ich wollte angeln. Jetzt suche ich ewig nach Penny. Mano. Ja, aber ich sehe nirgends, wo Penny dran stehen. Alex? Pierre, Caroline, Abigail? Harveys Klinik? Kneipe? Bürgermeisterhaus? Emily und Haley, Jodie, Ken und Sam, Ranch, ja, Marnies Ranch, Leas Hütte. Leute, hier gibt es noch einen großen Wald. Mit einem fetten Fragezeichen. Okay, da war ich noch gar nicht. Welchen? Also ich weiß nicht, wo die ist. Im Zelt, das sieht man auch nicht. Was in Maru? Nee. Ich weiß nicht, wo sie ist. Die gehen jetzt ja auch nicht aus dem Haus. Wohnwagen. Das ist nicht Penny, das ist Pam. Das ist Pam, nicht Penny. Da läuft sie übrigens, das ist Pam. Das ist nicht Penny. Ich würde aber Pam suchen. Penny suchen, nicht Pam. Da läuft er rum. Laut Wiki Penny. Im Wohnwagen? Penny wohnt bei Pam im Wohnwagen. Ist das die Tochter von Pam? Lol. Ich gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Okay. Vorher kriegst du ein Geburtstagsgeschenk. Das ist wirklich nett. Kein Problem. Sie lebt bei ihrer Mutter Pam. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass das ihre Mutter ist. Aber gut zu wissen. So, jetzt gehe ich ein bisschen angeln, glaube ich. Ein bisschen Money machen. Ich muss auch von diesen Shiny Miltanks weg. So, dann angeln wir mal ein bisschen und machen Money. Dankeschön, Blo. Ja, komm. Der Regen müssen noch andere Pokémon anbeißen eigentlich, oder? Was ist das? Glasaugenbarsch. Der ist neu. Okay, den brauche ich sogar noch. Was ist das für ein Pokémon, bitte? Jemand eine Idee, was das ist? Das sagt mir nämlich gar nichts von der Optik. Was könnte das für ein Wasser-Pokémon sein, bitte? Das brauche ich auch noch, Blaubarsch. Das war auch das, was ich noch brauchte. Okay, gut, was ist das aber? Ich dachte, Pam lebt in dem Wagen alleine. Das ist das Drachengiftvieh, hab den Namen vergessen. Und das Ding? Aber das ist gut, das brauche ich für das Gemeinschaftszentrum noch. Ich wollte eigentlich hier ein paar Pokémon fangen, die ich verkaufen kann. So Team Rocket Style. Es gibt auch noch Mods für Kostüme, dass du hier manche der Sachen abgeändert werden zu Pokémon-Stuff, aber das wollte ich jetzt nicht. Das brauche ich auch noch. Perfekt. Heute geht's rund. Das ist ja nice. Heute angel ich das gute Zeugs. Eigentlich wollte ich Geld machen, aber okay. Morgen kann ich vielleicht nicht mehr so krass angeln. Ich müsste eigentlich jetzt gleich nochmal gucken, ob die die Herzen jetzt runtergegangen sind oder nicht. Das würde mich echt interessieren. Ist der Lachs lila? Also die Taulen klappern. Es gibt auch Schicki und so, ne? Ich kenne auch Schicki angeln. Und Enten. Katzen, die brauche ich auch noch. Super. Was ist los? Warum gibt es hier so viele Fische, die ich noch nicht habe? Also nicht, dass ich mich beschwere, aber... So, warte mal, jetzt gucke ich mal ganz kurz was. Ne, Willi hat auch noch 4 Herzen, alles gut. George 1, minus 1. Weiß nicht, könnte noch passen. Mal gucken. Aber jetzt durch, bis es mindestens 20 Uhr ist. Hatte Willi nicht 5? Nee. Kann nachgucken. Nee, der hatte 4. Warte. Ha! Ein Enton! Ich hab einen Enton geangelt. Geil! Warte. Ich muss... Noch ein Enton! Blub, willst du einen Enton haben? Ich hab 2. Okay. Ne, hatte 4, alles gut. Hatte 4. Müll, okay. Ne. Yep. Sollte passen. Ja, ein Enton bitte. Enton und Bisasam. Bisasam ist hier auf Land irgendwo rum, musst du mal gucken, ob du es findest. Boah, im Winter werde ich so Kohle machen, ne? Im Winter werde ich so Geld machen fürs nächste Jahr. Das wird so gut werden. Ach, ich muss... Oh, ein Schatz. Au. Ich muss übrigens, gucken, wer als nächstes Geburtstag hat. Ja, bis so 22 Uhr würde ich angeln. Ein bisschen ausnutzen, dass es regnet. Ausdauer habe ich auch noch ordentlich. Lol, hier ist das so Punkte. Das sehe ich jetzt erst. Ja, genau da rein. Perfekt. Was? War das was Besonderes? Wahrscheinlich besondere Größe, ne? Alter, das ist so OP. Wenn du so einen Punkt hast, ist das halt so... Fisch, Fisch, Fisch. Ja, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ich stelle mir vor, das hier in echt so, ne? Und du hättest nicht immer erst die Kampfanimation. Also Pokémon, Pokémon, Pokémon. So, will ich nicht, will ich nicht. Oh, das nehme ich. Das wäre halt geil. Noch ein Schatz. Dekorative Fischer. Ciao. Zweimal dekorativer Fischer. Okay, da angel ich noch ein bisschen mehr, vielleicht bis 23. Also, jetzt wo ich... Oh, das ist weg. Oh, das ist weg. Oh. Das Speed Boost ist weg. Schade. So, ich bin schon wieder 10 Stunden live gleich, ne? Ich übertreibe es so maßlos. Ich soll vielleicht mal ein Stück zurückfahren, glaube ich. Wäre vielleicht nicht verkehrt. So, nein, nein. Letzter Fisch. Gott, ich gehe nach Hause. Es ist dunkel. Es ist ja dunkel. Okay. Da habe ich jetzt schon mal ein paar Sachen, die ich definitiv ins Gemeinschaftszentrum bringen kann. Stufe 8. Das hat wieder Haken. Wurmeimer. Okay. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich höre jetzt auch erstmal auf. Es wird Zeit. Oh, guckt euch das an, wie schön das ist. Aber ich würde sagen, ich höre jetzt auch erstmal auf. Moment.